Ja, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von MAPAI. Wir sanieren Deutschland. Mein Name ist Detlef Krüger, ich bin Mitarbeiter der MAPAI Anwendungstechnik. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Burkhard Brechel, ich bin ebenfalls Mitarbeiter der MAPAI Anwendungstechnik. Wir wollen uns heute dem Thema Badsanierung als die neue Wohlfühloase in Haus und Wohnung widmen. Was ist zu beachten, wenn bodengleiche Duschen eingebaut werden, großformatige Fliesen oder Naturwerkstein verlegt werden sollen oder auch Spachtel- und Putztechnik in Ergänzung der Fliesen verwendet werden sollen? Wir sind damit bei der Kernkompetenz des Fliesenlegers, die Badsanierung. Wir werden uns mit einigen Detailpunkten beschäftigen, von denen durchaus eine Reklamationsgefahr ausgehen kann. Jetzt ist es Zeit, es kacheln zu lassen, den Hebel anzusetzen und richtig auf den Putz zu hauen, um hammermäßig eine Schippe draufzulegen. Aber das Schönste ist, es perfekt zu sanieren. Mit kompletten Systemen und effektiven Produkten, die dich nach vorne bringen. Es ist Zeit. MAPAI, wir sanieren Deutschland. Da sind wir wieder, Burkhard. Was ist denn aus deiner Sicht das Wichtigste bei der Badsanierung? Da könnte man eine ganze Anzahl von Punkten aufzählen. Für den Bauherrn steht sicherlich im Vordergrund die Auswahl der Fliesen und der Fugenfarbe. Aber für die Dauerhaftigkeit und Qualität steht im Bad nun mal die Abdichtung im Mittelpunkt. Wenn diese nicht funktioniert, kann das zu kostenintensiven Schäden und sich daraus ergebenden Reparaturen führen. Wir wollen deshalb mit der Abdichtung starten und uns die typische Abdichtung eines Bades mit bodengleicher Dusche einmal näher anschauen.
Ja, im Film haben wir jetzt die Abdichtung eines Bades mit bodengleicher Dusche gesehen. Die Grundlage ist die DIN 18534, Abdichtung von Innenräumen. Wir haben hier mal eine Skizze vorbereitet, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wenn wir uns den Boden anschauen, der muss immer abgedichtet werden. Der wird in eine hohe Nassbeanspruchung eingestuft. Das ist die Wassereinwirkungsklasse W2I. Im Wandbereich haben wir eine mäßige und eine geringe Wasserbeanspruchung. Die Wassereinwirkungsklassen 0 und 1. Das hat Konsequenzen auf die Ausführung der Abdichtung. Im Bodenbereich müssen deshalb zum Beispiel flexible Dichtungsschlemmen eingesetzt werden, Mappelastik oder Mappelastik Turbo. Und im Wandbereich können nach wie vor Flüssigdispersionen, wie hier unser Mappengum WPS, eingesetzt werden. Eine weitere Konsequenz, die sich aus der Wassereinwirkungsklasse ergibt, ist die Auswahl des Untergrundes. Im Boden dürfen nur Zementestriche oder Asphaltestriche eingesetzt werden. Im Wandbereich sind durchaus Calciumsulfat gebundene Werkstoffe möglich, wie zum Beispiel Gipskartonplatten, Trockenbau oder auch Gipsputze. Tja, die Flüssigabdichtung haben wir gesehen. Ist das die einzige Möglichkeit, wie wir Bäder abdichten können? Nein, natürlich nicht. Die Abdichtungsnorm und die Regeln der Technik lassen für die Abdichtung im Badbereich natürlich auch andere Abdichtungsstoffe zu, wie zum Beispiel die plattenförmigen Abdichtungen, als aus Bauplatten hergestellt. Oder ganz klar der Favorit der letzten Jahre, die bahnförmige Abdichtung mit Verbundabdichtungsbahnen. Wir haben hierfür unser MappeGuard WP200-System, bestehend aus der Bahn selbst, dazugehörigen Dichtbändern und Dichtecken und geeigneten Klebern, Verlegemörteln, die für die Fliesenverlegung notwendig sind. Vorteil des Ganzen ist immer die gleichmäßige Schichtdicke, die die Abdichtungsschicht hat, und wir können sehr schnell auf diesen Produkten anschließend die Fliesen verlegen. Neben der Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungswerkstoffen gibt es natürlich auch die Variante, bahnenförmige Abdichtungswerkstoffe einzusetzen. Wir setzen hierbei auf unser System MappeGuard WP200. Zuerst haben wir das Ende des Spritzwasserbereiches markiert und tragen jetzt den Fliesenkleber auf, der im System geprüft ist und für die Verklebung der Abdichtungsbahn verwendet wird. Jetzt wird der Kleber noch einmal glatt durchgezogen, um möglichst kleine Beulen und Blasen bei der Verklebung der Bahn zu erzeugen. Die Bahn ist vorab zugeschnitten und wird jetzt mit dem Fliesenkleber verklebt. Die nächste Bahn kann überlappend mit 5 cm oder wie hier einfach gestoßen ausgeführt werden. Der Stoßbereich wird dann abschließend mit einem Dichtband überklebt. Die Ausführung am Boden ist analog wie an der Wand auszuführen. Am Boden ist es zweckmäßig, einen Schnellkleber zu verwenden, um schnell die Fläche wieder begehen zu können bzw. dann Fliesen verlegen zu können. Nach der Verklebung der Bahn wird das gesamte System mit Dichtecken und Dichtbändern komplettiert. Das heißt, die Anschlussbereiche Wand, Boden
Dort wird ein Dichtband und eine Dichtecke eingeklebt und natürlich auch die Anschlüsse Wand-Wand. Die Verklebung erfolgt hier mit unserem Spezialdichtkleber MapGuard BP Adhesive. Das Dichtband wird selbstverständlich auch außerhalb der Dusche in den Anschlussbereich Wandboden geklebt. Wichtig ist, dass die Ränder des Dichtbandes noch einmal versiegelt werden, um Hinterläufigkeiten zu vermeiden. Hier zeigen wir nochmal die Alternative. Wir können die Dichtbänder auch mit unserem MS-Polymer MappeFlex MS45 verkleben. Hierfür wird ausreichend Kleber vorgelegt, der dann anschließend mit einer feinen Zahnung verteilt wird, um eine gleichmäßige Verklebung des Dichtbandes zu gewährleisten. Auch hier werden die Ränder des Dichtbandes noch einmal versiegelt, sodass auch hier keine Feuchtigkeit hinter das Dichtband laufen kann. Und hier sehen wir nochmal die Variante Verkleben des Dichtbandes über den Stoßbereich. Alternativ ist eine Überlappung mit 5 cm möglich. Auch die Verklebung dieser Stoßbereiche muss mit dem Spezialkleber MappeFlex MS45 oder MappeGuard WP Adhesive erfolgen. Bevor wir das Bad abdichten, sind natürlich noch einige Vorleistungen notwendig. Wir müssen Flächenausgleich an der Wand bringen, Putz zum Beispiel, Trockenbau. Wir müssen eine Rinne einbauen, einen Bodenablauf einbauen. Gegebenenfalls auch mit einem Gefälleestrich in der Dusche müssen wir eine Vorarbeit leisten. Wir müssen den gesamten Estrich einbauen, einen Estrich auf Dämmschicht oder auch gegebenenfalls in Kombination mit einer Fußbodenheizung. Und genau mit diesem Estrich wollen wir jetzt starten. Wir haben mit MappeChem Pronto und mit TopChem Pronto zwei interessante Produkte bei uns im Sortiment, die wir als Estrich auf Dämmschicht, als Heizestrich und natürlich auch als Gefälleestrich in der Dusche einsetzen können.
Also ich finde, unsere Estrichmörtel lassen sich exzellent verarbeiten. Wir haben eine erdfeuchte Mischung, wir haben eine Sieblinie 0 bis 4 mm. Damit lässt sich das Material gut einbauen, verdichten, glätten und abziehen. Aber der Estrich soll doch eigentlich in einer gleichmäßigen Schichtdicke eingebaut werden, habe ich mal so gelernt. Und was ist mit der Mindestschichtdicke, Burkhard? Da hilft uns mal ein Blick in die Estrichnorm, die DIN 18560. Für Estriche auf Dämmschichten und beheizte Estriche ist im Teil 2 die Angabe zur Mindestdicke enthalten. Für einen Zementestrich im Wohnbereich ist zum Beispiel eine Dicke von 45 mm erforderlich, wenn darauf Stein- und Keramikbelege verlegt werden sollen. Wenn wir beheizte Fußbodenkonstruktionen haben, müssen wir dieses Maß für die Rohrüberdeckung berücksichtigen. Wir brauchen also bei einem unbeheizten Estrich am Ablauf bzw. an der Rinne eine Mindestdicke von 45 mm. Dazu kommt ja, dass wir den Fußboden in der Dusche mit Gefälle ausführen müssen. Das heißt also, wir brauchen zum Beispiel bei 2% Gefälle und einer Gefällestrecke von 1 mm eine Konstruktionshöhe von 65 mm als Minimum. Wenn wir von einer etwas komfortableren Dusche ausgehen mit 1,50 Meter Länge, sprechen wir dann schon mal von 75 mm Konstruktionshöhe. Und wie du schon sagtest, eigentlich ist der Estrich in der gleichmäßigen Dicke einzubauen. Das ist dem geschuldet, weil wir durch unterschiedliche Schichtdicken differierende Schwindspannungen erzeugen können und daraus können Risse resultieren. Das wollen wir vermeiden. Zusätzlich haben wir ein unterschiedliches Trocknungsverhalten. Wenn wir jetzt auf kleinen Flächen davon abweichen, was durchaus mal möglich ist, wie gesagt, auf kleinen Flächen, haben wir dennoch eine Abweichung von den geltenden Regeln der Technik und wir müssen mit dem Bauherrn diese Abweichung als Sonderkonstruktion vertraglich vereinbaren. Um jetzt aber Rissbildungen möglichst zu vermeiden, ist es immer anzuraten, dass wir hierfür schwindarme Zementestriche einsetzen, die also auf Basis von Spezialzementen formuliert sind. Ja, da haben wir ja noch zwei Argumente für Top-Champonto und Mappe-Champonto. Ja, Detlef. Das sind ja mal ordentliche Schichtdicken, die du da angesagt hast. In der Praxis, speziell im Sanierungsfall, haben wir diese Aufbauhöhen ja in der Regel nicht. Was machen wir dann? Und dafür haben wir unsere Geheimwaffe, den Epoxidharz-Estrich. Ich kann mich erinnern an den Normauszug, den du gerade gezeigt hattest. Da stand ja eine Mindestschichtdicke von 30 mm drin. Und wenn wir jetzt eine Dusche mit 1,5 Meter Länge haben, ja, dann kommen wir von 30 mm auf 60 mm. Immer noch relativ viel. Solche Estriche sind praktisch schwindfrei und können deswegen natürlich auch in einer unterschiedlichen Schichtdicke eingebaut werden. Also eine gute Alternative. Und wir haben mit Primer MF und mit Primer SN zwei Bindemittel, die wir mit feuergetrocknetem Quarzsand mischen können. Am besten natürlich in einer Sieblinie 0 bis 4 mm im Mischungsverhältnis von 1 zu 8 bis 1 zu 20 und können doch dann einen wunderbaren Estrich einbauen in der Dusche, oder nicht? Ja, Detlef, das ist eine weit verbreitete Annahme. Oh. Die existiert nun mal. Aber in der DIN 18560 Teil 2 ist für die Dicke des Reaktionsharz-Estrich in Abhängigkeit der Festigkeit, speziell der Biegezugfestigkeit, auch eine Vorgabe gegeben. So haben wir zum Beispiel bei der Biegezugfestigkeitsklasse F10 eine Estrich-Nenndicke von 30 mm, die wir gerade angesprochen haben. Aber wenn ich das Gemisch stärker abmager und damit geringere Festigkeiten erzeuge, muss ich zur Sicherstellung der Tragfähigkeit den Estrich auch dicker einbauen, um die gleiche Tragfähigkeit zu erreichen. So ist zum Beispiel für den Wohnbereich für einen Epoxidharz-Estrich der Festigkeitsklasse F7 eine Estrich-Nenndicke von 35 mm vorgegeben, also mehr als die 30, die wir angesprochen haben. Und wir müssen zusätzlich natürlich auch das Kleingedruckte beachten. So müssen also auch Epoxidharz-Estriche unter starren Belegen in einer Dicke von mindestens 45 mm ausgeführt werden. Du nimmst mir jede Freude. Ja, die Erfahrungen zeigen, dass Epoxidharz-Estriche im Duschbereich durchaus auch in geringeren Dicken tragfähig sind. Das bin ich erleichtert. Eine Abweichung von den zuvor genannten Vorgaben stellt aber wieder die angesprochene Sonderkonstruktion dar. Aber schauen wir uns mal den Einbau eines Epoxidharz-Estrichs in der Praxis an. Die Alternative zum zementgebundenen Schnellestrich in der Dusche ist der Epoxidharz-Estrich. Dieser wird hier auf Dämmschicht und im Verbund zum Bestandsestrich eingebaut. Dafür ist die Fugenflanke einmal mit unserem Bindemittel Primer MF grundiert worden.
Anschließend wird der Estrichmörtel frisch und frisch eingebaut und intensiv verdichtet. Anschließend wird dann der komplette Mörtel eingebaut. Unser Epoxidharzmörtel kann hier hergestellt werden aus unserem Bindemittel Prime AMF, abgemischt mit feuergetrocknetem Quarzsand, möglichst nach Sieblinie 0 bis 4 mm. Das Mischungsverhältnis beträgt ca. 1 zu 8 bis zu 1 zu 20. Beim Mischungsverhältnis von 1 zu 8 kann man von einem wasserdichten Mörtel ausgehen. Im Bereich des Bodenablaufes bzw. der Rinne muss der Mörtel intensiv verdichtet werden, um die Stabilität der Rinne bzw. des Ablaufs sicherzustellen. Anschließend wird der restliche Epoxidharzmörtel verteilt, verdichtet und unter Beachtung des Gefälles auf Höhe abgezogen. Im Film ist mir aufgefallen, die Rinne ist jetzt in der Mitte der Dusche angeordnet. Hat das einen besonderen Grund? Ja, natürlich. Wir haben ja schon über die erforderlichen Konstruktionshöhen zur Ausbildung des Gefälles gesprochen. Bei einer Veränderung der Anordnung der Rinne oder des Bodenablaufs kann weitere Konstruktionshöhe gespart werden. Bei einer Verschiebung der Rinne von der Wand in die Mitte halbiert sich die Gefällestrecke und damit natürlich auch zusätzlich die für das Gefälle erforderliche Aufbauhöhe. Noch ein weiterer Hinweis: Die Gefälleausbildung bei einer Rinne ist einfacher herzustellen als bei einem Bodenablauf. Für die Verlegung von großformatigen Belägen, Fliesen, ist das auch von Vorteil, weil ein Zuschneiden der Fliesen für ein zweiseitiges Gefälle entfällt hier, wie wir das bei einer Punktentwässerung haben. Das heißt in der Realität nachher auch, wir haben weniger Gärungsschnitte und damit auch weniger Fugen im Duschbereich. Auf einen weiteren Punkt der Badplanung möchten wir jetzt hinweisen. Es geht konkret um den Übergang Nass- und Trockenbereich. Wie ist dieser zu gestalten? Wir haben ein Bild. Die Dusche liegt direkt neben der Tür und jetzt muss natürlich der Wasserübertritt von der Dusche in den Trockenbereich verhindert werden. Wenn wir uns das nächste Bild hier anschauen, die Norm gibt hier vor, dass bei einer hohen Nassbelastung der Badboden um 1 cm abgesenkt werden muss. Das können wir erreichen, indem wir eine Fliese schräg anstellen oder auch eine Profilschiene einsetzen. Die Frage ist natürlich, müssen wir das bei jedem Bad machen? Wenn der Wasserübertritt im Türbereich nicht planmäßig ist, dann können wir natürlich auch auf solch eine Absenkung des Badbodens durchaus verzichten. Ja, du sagtest es schon, planmäßig. Das heißt also, dieser Übergang muss durchaus geplant werden, in Abhängigkeit der Lage der Dusche. Kann eine Absenkung erforderlich werden, beziehungsweise Erhöhung oder auch nicht. Also Planung. Der nächste wichtige Punkt ist die Anbindung der Abdichtung an den Bodenablauf beziehungsweise an die Rinne. Hierfür werden in der Regel von den Herstellern vorgefertigte Dichtmanschetten mitgeliefert, die auf der Baustelle dann im Übergangsbereich zwischen Ablaufkörper und Estrich verklebt werden müssen. Hierfür sind normal bei hoher Wassereinwirkung Flanschbreiten von mindestens 3 cm für aufeinander abgestimmte Systeme erforderlich, sonst 5 cm Flanschbreite als Minimum.
Die Flansche können werkseitig besandet ausgeführt werden oder aber auch direkt aus Kunststoff oder Edelstahl bestehen. Für eine Verklebung brauchen wir dann natürlich geeignete Kleber. Und dafür haben wir mal was vorbereitet, Detlef. Ja, wir haben hier auf unserer Metallplatte unser Dichtband mit unterschiedlichen Klebern verklebt und dann werden wir mal die Haftung testen. Für unseren Klebertest haben wir die Dichtbänder mit verschiedenen Klebern auf einer Metallplatte verklebt. Hier sehen wir die Verklebung mit Mappeflex MS45. Der Kleber ist fest. Die nächsten zwei Dichtbänder haben wir mit flexiblen Dichtungsschlemmen, MappeGuard BP Adhesive und MappeLastic Turbo verklebt. Hier sehen wir, der Kleber ist ausgetrocknet. Die letzte Verklebung haben wir dann mit unserem Material Mappegum WPS, einer Flüssigdispersion, die nur physikalisch trocknet, vorgenommen. Und hier sehen wir, dass der Kleber nur im Randbereich getrocknet ist, in der Mitte aber immer noch feucht ist, also die Verklebung nicht geeignet ist. Ja, wir haben an den Beispielen jetzt ganz deutlich gesehen, dass die Dispersionsabdichtungen, die rein physikalisch trocknen müssen, ja eigentlich für die Verklebung auf den Flanschen nicht geeignet sind. Sie trocknen nur vom Rand und in der Fläche haben wir ganz einfach das Problem, dass die Masse lange weich bleibt und durchaus noch wieder wasserlöslich ist und wieder in Lösung gehen kann. Auf nicht abgesandeten Flanschen sind und bleiben nun mal die Reaktionsharzkleber oder einkomponentige MS-Polymerklebstoffe wie unser Mappeflex MS45 die besten Materialien. Auf abgesandeten Flanschen können wir aber durchaus auch schnell trocknende Dichtungsschlemmen wie unser MappeLastic Turbo oder MappeGuard WP Adhesiv einsetzen, um die Verklebung hier entsprechend fachgerecht auszuführen. In der Praxis hat sich eigentlich für alle Anwendungsbereiche das MappeFlex MS45 am besten bewährt. Ja, MS45, unsere Wunderwaffe. Ja. Jetzt wollen wir unsere Rinne abdichten. Hierfür muss die vom Hersteller mitgelieferte Dichtmanschette vollflächig auf dem Estrich verklebt werden. Wir setzen hierbei auf unseren Dichtkleber Mappeflex MS45, der in ausreichender Menge vorgelegt wird und anschließend mit einem Spachtel fein verteilt wird. Die mitgelieferte Dichtmanschette besitzt einen Dichtring, mit dem die Dichtmanschette sicher im Ablaufkörper eingesetzt werden kann. Anschließend wird die Dichtmanschette eingerollt und sicher in den Kleber eingebettet. Wir können uns nochmal die vollflächige Verklebung der Dichtmanschette ansehen. Abschließend sollte auch hier der Rand der Dichtmanschette noch einmal versiegelt werden, um ein Hinterlaufen mit Feuchtigkeit zu vermeiden. Um die Haftung für den nachfolgenden Auftrag der Verbundabdichtung zu verbessern, kann der Klebstoff mit feinem Quarzsand abgesandet werden. Nach der Aushärtung ist dann überschüssiger Sand abzusaugen. Ja, nachdem wir uns die Verklebung der Dichtmanschetten auf dem Klebeflansch und auf dem Estrich angesehen haben und gemerkt haben, welche Produkte dafür mehr oder weniger geeignet sind, wollen wir zum nächsten Punkt kommen. Aber Detlef, ich sehe gerade, du hast da noch was Besonderes mitgebracht. Ja, also deine Verklebung der Dichtmanschette, die wir gerade gesehen haben, die war auch sehr aufwendig.
Da habe ich die Kollegen von Vedi doch mal gefragt, gibt es eine Alternative? Und da haben wir ein Duschbord. Duschbord, integrierte Abdichtung, wir müssen nur noch Dichtbänder kleben. Der Bodenablauf ist auch schon drinne. Dichtmanschette verkleben entfällt auch dabei. Relativ einfach das Ganze. Und ja, und sogar das Gefälle ist mit drin. So. Jo. Das wollen wir doch mal kontrollieren, das Ganze. Ja. Siehst du, auch das ist drin. Tja, also ist doch eine tolle Alternative, oder nicht? Wie wir hier sehen und durch die Anordnung des Ablaufs in der Mitte sparen wir natürlich die Konstruktionshöhe, über die wir vorhin gesprochen haben. Genau. Ja, also eine doch gute Möglichkeit. Ja, wie wir sehen, diese Duschborde oder vorgefertigten Ablaufelemente bieten uns doch eine sehr, sehr gute Alternative. Die Lage des Ablaufkörpers, die ist häufig vorgegeben vom Hersteller. Oh, die ist natürlich fix. Eine Varianz, wie sie beim Estrich möglich ist, ist hier sicherlich auch machbar, aber dann als Sonderanfertigung des Herstellers, die hier also gesondert zu bestellen ist. Weiter müssen wir beachten, dass diese Elemente doch meistens vollflächig auf dem tragfähigen Untergrund verklebt werden müssen, um ganz einfach die Aufnahme der einwirkenden Lasten auch hier mit sicherzustellen. Eine direkte Verklebung dieser Elemente auf der Rotdecke, da müssen wir darauf achten, dass wir schalltechnisch gegebenenfalls noch etwas tun müssen, um also hier die Schallschutzanforderungen auch zu erfüllen. Ja, und das nächste ist, wir müssen bei solchen Elementen auch immer darauf achten, dass gegebenenfalls vom Hersteller in Abhängigkeit der Festigkeit des Elementes Mindestgrößen für den Belag vorgegeben sind und gegebenenfalls auch für die Verklebung, wenn wir zum Beispiel an Glasmosaik denken und so weiter. Das heißt für uns also oder für den Anwender, er sollte zwingend sich die Montagevorgaben des Herstellers zu Gemüte ziehen und diese bei der Ausführung auch beachten, um hier also eine dauerhaft tragfähige Bodenkonstruktion herzustellen. Okay. Kommen wir jetzt zur Rohrdurchführung an der Wand. An sich eine seit vielen Jahren bekannte Abdichtungsvariante mit Dichtmanschetten, aber leider auch heute noch häufig ein Streitpunkt auf der Baustelle. Wir haben deshalb drei unterschiedliche Varianten einmal für die Praxisvorführung vorbereitet und schauen uns jetzt erstmal die Dichtmanschetten an. Ja, ich habe hier mal drei Muster, Detlef, die wir hier sehen. Aber was mir jetzt auffällt, da sind überall unterschiedliche Löcher drin. Ja, die Norm hat jetzt vorgesehen, dass eine sogenannte Dichtlippe in den Dichtmanschetten sein muss, die sich an das Rohr anschmiegen. Deshalb haben wir auch drei unterschiedliche Varianten für unterschiedliche Rohrdurchmesser. Dazu haben wir hier so einen Überstand am Rand von 5 cm, der für die Einbindung in die Abdichtung genutzt werden muss. Jetzt schauen wir uns an, wie die Dichtmanschette Wand verklebt wird. Die erste Variante ist die Regelvariante. Der Baustopfen wird entfernt, eine Harnverlängerung ist gesetzt und die Dichtmanschette kann sicher über der Harnverlängerung geklebt werden. Jetzt kommen wir zu unserer Baustellenvariante. Die Harnverlängerung ist nicht gesetzt worden, ein Baustopfen sitzt und die Dichtmanschette muss über den Baustopfen gezogen werden. Ja, die dritte Variante. Auch hier ist keine Harnverlängerung gesetzt worden. Dafür ist ein spezieller Gummistopfen eingeschraubt worden, der auch als Baustopfen fungiert. Die Dichtmanschette wird jetzt über diesen Gummistopfen gezogen und verklebt. Wenn jetzt der Baustopfen entfernt wird, zieht sich die im Durchmesser kleinere Dichtlippe zusammen. Wenn jetzt eine erneute Harnverlängerung eingeschraubt werden soll, wird diese Dichtlippe beschädigt und die Abdichtung ist nicht mehr gegeben. Bei unserem Spezialgummistopfen kann dieser abgeschnitten werden, nachdem die Fliesen gesetzt worden sind. Nach dem Einschneiden wird der Gummistopfen herausgedreht
wobei die Dichtlippe der Dichtmanschette nicht beschädigt wird. Jetzt kann praktisch eine neue passende Handverlängerung eingesetzt werden, ohne dass die Abdichtung noch einmal beschädigt wird. Wie wir gerade gesehen haben, ganz wichtig ist es, dass beim Herausdrehen des Baustopfens die Dichtmanschette nicht mehr beschädigt wird oder gar aus der Abdichtung herausgerissen wird. Deshalb ist die Variante Baustopfen mit Dichtmanschette eigentlich suboptimal, muss man ganz einfach so sagen. Die Norm gibt uns übrigens ja auch vor, dass die Hahnverlängerung, die erforderlich ist, oder Rohrverlängerung, vor der Herstellung der Abdichtung einzubauen ist, damit die Dichtmanschette selbst nicht mehr bewegt werden muss. In der Praxis ist das leider nicht immer der Fall. Wir finden also die andere Ausführung auch hier immer wieder vor. Wenn ich den Baustopfen habe, dann sollte ich also darauf achten, dass der Durchmesser des Baustopfens immer möglichst kleiner ist oder beziehungsweise maximal genauso groß ist wie der Durchmesser der eigentlichen Rohrverlängerung bzw. Hahnverlängerung. Das ist in der Praxis leider eben nicht immer der Fall. Das kann dazu führen, dass beim Überstülpen der Dichtmanschette über dem Baustopfen die Dichtmanschette einreißt und somit also Undichtigkeiten provoziert werden, die später dann Ursache für Feuchtigkeitsschäden sein können und hier dann also große, teure Reparaturen erfordern. Ja, und die letzte Variante, die wir gesehen haben mit dem Gummistopfen, ist eine gute Hilfe. Wenn die Hahnverlängerung bauseits fehlt oder nachträglich eingesetzt werden muss, da an die eigentliche Andichtung der Dichtmanschette ja nicht mehr herangegangen werden muss. Ja, in unserem nächsten Punkt möchten wir ein weiteres Problemfeld ansprechen. Dazu schauen wir uns einfach mal ein paar Fotos an. Ja, wir sehen hier feuchte Flecken im Naturwerkstein vor der Dusche. Dann hier ein Bild von Feinsteinzeug neben der Dusche. Die Fuge ist dunkler, hat Kalkausblähung. Und auf dem letzten Bild sehen wir einen Putz neben der Dusche, der anfängt zu bröckeln, also sich aufzulösen. Ja, wo kommt das her? Das ist jetzt die große Frage für den Fliesen- und Naturständiger, der ja für seinen Bauherrn eine Erklärung braucht. Ich habe doch alles richtig abgedichtet. Das kann doch nicht sein. Ja, Detlef, das ist so. Der Untergrund selbst ist gegen die Durchfeuchtung durch die Abdichtung geschützt. Wir dürfen dabei aber nicht vergessen, dass die Verlegung von Keramik- und Naturwerksteinbelägen in der Regel mit zementgebundenen Klebemörteln erfolgt. Diese sind kapillaraktiv und können somit auch über längere Strecken, über weitere Strecken Wasser kapillar transportieren und weiterleiten. Und das sehen wir halt auch daran, dass eben unter dem Naturwerksteinbelag außerhalb der Dusche das Wasser weitergeleitet wurde und hier dann außerhalb der Dusche als Verfleckung mit sichtbar wird. Wenn noch Hohlräume im Verlegemörtel vorhanden sind, die ja im Innenbereich auch zulässig sind, das muss man ganz eindeutig so sagen, wird natürlich dieser Wassertransport durchaus auch noch verstärkt. Und somit dieser Effekt kann sich dahingehend auswirken, dass wir also den gesamten Badezimmerboden auf einmal beim Naturwerkstein wesentlich dunkler haben. Das nächste ist die Anschlussfuge zwischen Wand- und Bodenbelag. Wir haben hier eine Randfuge, die normal als Bewegungsfuge auszubilden ist. Das heißt also, wir dürfen diese Fuge nicht starr schließen. Und wenn jetzt Wasser in diese Randfuge gelangt, dann kann es durchaus passieren, dass dieses Wasser unter der Duschtrennwand durch in weit entfernte Bereiche transportiert, also laufen kann regelrecht. Das wirkt wie eine Wasserleitung und somit an der Stelle austritt, wo wir gar nicht damit rechnen, weil das der eigentliche Trockenbereich ist. Wir müssen also immer darauf achten, dass wir solche Sachen, solche Erscheinungen verhindern und dementsprechend unsere Verlegung durchführen. Wenig Hohlräume sind schon mal positiv. Und zum anderen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, durch Zusatzmaßnahmen diesen kapillaren Wassertransport zu unterbinden. Ja, okay, dann müssen wir also diese Bereiche, Dusche und der angrenzende Badboden, räumlich trennen. Das heißt, das Kleberbett darf nicht durchlaufen. Ja, und wenn wir dann so eine Duschtrennwand setzen, wird die ja häufig in Profilschienen gesetzt. Und die können wir natürlich nutzen, um diese Trennung sicherzustellen. Und wenn wir dann das Ganze auch noch mit dem Epoxidharz verkleben oder gegebenenfalls auch mit einer flexiblen Dichtungsschlemme, haben wir ja diesen Kapillartransport unterbrochen. Ja, so ist es. Da würde ich vorschlagen, schauen wir uns doch mal im Video an. Genau. Wir verkleben jetzt ein U-Profil für die Aufnahme einer Glaswand.
Alternativ können selbstverständlich auch Winkelschienen gesetzt werden. Die Verklebung erfolgt mit unserem Epoxidharzkleber Adhesilex PG4. Dieser ist wasserdicht und kapillarbrechend. Vorher haben wir die angrenzenden Bereiche abgeklebt. Das gleiche gilt auch für die Schiene, um diese gegen Verschmutzungen zu schützen. An der Unterseite ist die Schiene auf Gehrung geschnitten. Am Boden setzen wir für die Verklebung der Schiene unser Material Mappeflex MS45 ein, das sich ebenfalls für diesen Anwendungszweck bewährt hat. Auch hier haben wir die angrenzenden Bereiche wieder geschützt. Die Verklebung erfolgt in diesem Fall spiegelbildlich, da in der Dusche ein Gefälle vorhanden ist. In der Randfuge wird ein wenig Abstand gelassen, um die Funktion der Bewegungsfuge sicherzustellen. Ja, um die Anschlussfuge zwischen Wand und Boden auch effektiv abdichten zu können, sollte zuerst der Boden gelegt werden. Dann kann man die Randfuge im Anschluss zur Profilschiene mit einem Dichtstoff, zum Beispiel dem MS45, abdichten und gleichzeitig bleibt diese Anschlussfuge auch beweglich. Damit sind die Längenänderungen, die im Bereich der Randfuge notwendig sind, auch gewährleistet und somit bleibt der Bereich schadensfrei und der Wassertransport ist unterbunden. Wir dichten jetzt die Anschlussfuge zwischen Badboden und Dusche ab. Besondere Sorgfalt ist hier auf die Abdichtung des Gehrungsschnittes zu legen. Die Anschlussfuge wird jetzt mit dem Dichtstoff Mappeflex MS45 abgedichtet. Hierfür muss der Badboden vor dem Wandbelag verlegt werden. Zur Sicherheit wird auch ein kleiner Bereich außerhalb der Dusche abgedichtet. Hierdurch bleibt die Dehnfähigkeit im Bereich der Randfuge erhalten. Ja, jetzt haben wir das Verkleben der Profilschienen wasserdicht, kapillardicht gesehen. Auch wenn es den Fliesenleger schmerzt, die raumhohe Verfliesung ist heute nicht mehr Standard. Wir haben also durchaus Bereiche dabei, wo andere Belege zur Anwendung kommen. In Form von Spachteltechniken, in Form von Tapeten. Auch die Kombination mit Holzbelägen ist im Badezimmer heute keine Seltenheit mehr. Wenn der alte Belag nicht mehr gewünscht wird und nicht unbedingt abgerissen werden soll, dann müssen diese oberen Bereiche oberhalb des neuen Fliesenspiegels natürlich jetzt auch bearbeitet werden und überarbeitet werden. Und dafür benötigen wir natürlich spezielle Spachtelmassen, die wir hier einsetzen. Ein Produkt, was wir bisher als Wandputz sehr erfolgreich auch verwendet haben, ist Planitop Fast 330 als schneller bindender Zementmörtel. Aber wir haben auch andere geeignete Materialien,
Und diese Alternativen möchten wir jetzt ganz einfach mal vorstellen. In Weiß, Planetop Raso Max. Das Material kann eben zum Beispiel genommen werden, um den Bereich oberhalb des Fliesenspiegels auszugleichen, aber natürlich als Ausgleichsspachtel in der Sanierung, alter Glasmosaikbelag, alter Fliesenbelag, der überspachtelt werden muss, ausgeglichen werden muss. Dafür können wir das Material gegebenenfalls mit einer passenden Grundierung natürlich gut einsetzen. Ja, und anschließend können die Flächen dann entweder direkt verfliest, abgedichtet werden oder auch mit einer Farbe überstrichen werden. Für eine direkte Gestaltung der Wandflächen mit einer Spachteltechnik haben wir mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist der Einsatz unserer Feinspachtel aus der Mappe Antik-Serie. Diese Produkte sind auf reiner Kalkbasis formuliert, enthalten keine Zemente, sind also sehr atmungsaktiv und wir bieten diese Materialien in unterschiedlichen Körnungen an, womit verschiedene Rauigkeiten in der Wandoberfläche hier auch mit hergestellt werden können. Und zusätzlich besteht die Möglichkeit, sie nicht nachträglich erst anzustreichen, sondern wir können gleich den Grundputz von vornherein mit einfärben und somit also farbige Gestaltungsmöglichkeiten hier zu bieten. Ja, und mit Ultratop Loft haben wir auch eine zementgebundene Designspachtelung im Sortiment. Die wird in mehreren Arbeitsgängen aufgetragen. Sie ist wasserfest. Sie kann also auch in Bädern eingesetzt werden, sollte aber nur dort eingesetzt werden, wo wir keine Abdichtung benötigen, also bei einer geringen Wassereinwirkung. Bei der Badsanierung und im Neubau gibt es doch einige knifflige Dinge, die man beachten muss. Der Trend zur bodengleichen Dusche und die Anwendung oder Verlegung von großformatigen Fliesen rücken natürlich neue Detailpunkte in den Vordergrund. Aber auch alte Details wie Rohrdurchführungen sollten eigentlich klar sein, sind aber immer wieder Thema von Beanstandungen und Ursache für Feuchtigkeitsschäden. Eine Badsanierung muss also vorab gut durchdacht sein. Egal, ob der Planer eingebunden wird oder der Fliesenleger eigenverantwortlich handelt. Eine Abstimmung der Gewerke untereinander ist hier das Entscheidende, um also einen reibungslosen Ablauf und gut funktionierende Detailpunkte auch realisieren zu können. Ziel ist es, ein optimales Ergebnis zu erstellen. Genau, der Teufel steckt eben manchmal im Detail. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Wir sanieren Deutschland. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Wir hoffen, dass Sie einige Anregungen für die Praxis mitgenommen haben und würden uns freuen, wenn Sie natürlich auch bei den nächsten Folgen zuschauen würden. Sie können jetzt auf unsere Website oder auf unseren YouTube-Kanal zugreifen und dort alle Folgen von Wir sanieren Deutschland noch einmal nachschauen und natürlich auch von unseren Kollegen von der Baustofftechnik oder von der Fußbodentechnik viele interessante Online-Seminare sich anschauen. Bis dahin, zu unserer nächsten Folge, wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Ja, da schließe ich mich an und kann ganz einfach nur sagen, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.